Aaron, was hast du getan? Nichts Neues, nur was stets meine Aufgabe war. Wenn dein Gedanke kein Wort, mein Wort kein Bild ergab, vor ihren Ohren, ihren Augen ein Wunder zu tun. Auf wessen Geheiß? Wie immer, ich hörte die Stimme in mir. Ich habe nicht gesprochen. Aber ich habe dennoch verstanden. Schweig! Mein Mund. Du warst lange fern von uns. Bei meinem Gedanken. Das müsste dir nahe sein. Einsam machst, wirst du tot geglaubt. Das Volk hat auf das Wort deines Mundes, dem Recht und Gesetz entspringen, lange gewartet. So musste ich ihm ein Bild zu schauen geben. Dein Bild verblich vor meinem Wort. Deinem Wort waren sonst Bilder und Wunder, die du missachtest, versagt. Und doch war das Wunder nicht mehr als ein Bild, als dein Wort mein Bild zerstörte. Gottes Ewigkeit vernichtet, Göttergegenwart. Das ist kein Bild, kein Wunder. Das ist das Gesetz, das Unvergängliche. Sag es wie diese Tafeln, vergänglich in der Sprache deines Mundes. Bezeuge den Gedanken des Ewigen. Ahnst du nun die Allmacht des Gedankens über die Worte und Bilder? Verstehe es so, dieses Volk soll erhalten bleiben. Aber ein Volk kann nur fühlen, ich liebe dieses Volk, ich liebe es und will es erhalten. Um des Gedankens. Ich liebe meinen Gedanken und lebe für ihn. Auch du würdest dies Volk lieben, hättest du gesehen, wie es lebt, wenn es sehen, fühlen, hoffen dann. Kein Volk kann glauben, was es nicht erschütterst mich nicht. Es muss den Gedanken erfassen. Es lebt nur deshalb. Ein beklagenswertes, ein Volk von Märtyrern wäre es dann. Kein Volk erfasst mehr als einen Teil des Bildes, das den fassbaren Teil des Gedankens ausdrückt. So
mache dich dem Volk verständlich auf ihm angemessene Art. Ich soll den Gedanken verfälschen? Lass mich ihn auflösen. Umschreibend, ohne auszusprechen, Verbote, furchterregend, doch befolgbar, sich an das Bestehen, die Notwendigkeit verklärend, Gebote, hart, doch Hoffnung erweckend, verankern den Gedanken. Unbewusst wird getan, wie du willst. Menschlich schwankend wirst du dein Volk dann finden, doch liebenswert. Das will ich nicht erleben! Bist an deine Gedanken gebunden? Ja, an meinen Gedanken, wie ihn diese Tafeln ausdrücken. Wie auch nur ein Bild, ein Teil des Gedankens sind. So zertrümmere ich diese Tafeln und will Gott bitten, dass er mich von diesem Amt abberuft. Kleinmütiger, du, der du Gottes Wort hast, ob mit, ob ohne Tafeln, ich dein Mund bewahre deinen Gedanken. Bilder deines Gedankens, sie sind mir wie alles, was aus ihm hervorgeht. Ich beuge mich der Notwendigkeit, denn dieses Volk soll erhalten bleiben und für den Ewigkeitsgedanken zu zeugen. Meine Bestimmung, es schlechter zu sagen, als ich es verstehe. Wissende jedoch, werde ich immer wieder finden. Sie die Feuersäule! Gedanke!
Lässt du diese Auslegung zu? Darf Aaron, mein Mund, dieses Bild machen? So habe ich mir ein Bild gemacht, falsch, wie ein Bild nur sein kann. So bin ich geschlagen. So war alles Wahnsinn, was ich gedacht habe. Und kann und darf nicht gesagt werden. Das mir fehlt.